Man sagt, dass wir, um unser volles Potenzial zu erwecken, bereit sein müssen zu sehen, wie Informationen unterdrückt oder diskreditiert werden. Und nirgendwo ist diese Manipulation so verbreitet wie in der Medizin. Die westliche Medizin, wenn auch technologisch fortschrittlich, behandelt die Symptome einer Krankheit mit teuren pharmazeutischen Formeln und patentierten Maschinen, was jedes Jahr Millionen von Dollar für die Branche generiert. Es gibt viele effektive alternative Optionen zur Behandlung von Krankheiten, aber im letzten Jahrhundert hat die westliche Medizin sie effektiv unter den Teppich gekehrt. Zu den am häufigsten übersehenen Optionen gehört die einzigartige wirksame, nicht-invasive Therapie, die von einem Arzt namens Wilhelm Reich entwickelt wurde. Reich verwendete einfache Materialien. Seine heilende Erfindung zapft die Lebensenergie an, von der die alten Lehren seit Jahrhunderten sprechen. Und seine Therapie führte zu bemerkenswerten Ergebnissen. Außerdem könnte sie jeder zu Hause nachmachen. Aber wenn Sie nach Beweisen für Ihre Wirksamkeit suchen, müssen Sie möglicherweise tief graben, um am Rufmord seines Gründers vorbeizukommen. Viele glauben, dass dieses dunkle Ergebnis mit Reichs Entdeckung zusammenhängt, die unser Verständnis von Gesundheit und Krankheit grundlegend verändern könnte. Begleite Universum in dir, erschaffe eine neue Realität, während wir tiefer in das Verständnis von Wilhelm Reichs einfacher Technik für die Kultivierung von Orgonenergie eintauchen. Wenn Sie zu Wilhelm Reich recherchieren, werden Sie mehr Betrugsvorwürfe als Wertschätzung finden. Es steht zwar außer Frage, dass er mit seinen kontroversen Ideen gegen den Strom schwamm, er verdiente sich aber schon früh großen Respekt, als er sich seinen Weg durch das Gebiet der geistigen und körperlichen Gesundheit bahnte. Wilhelm Reich wurde 1897 in Österreich geboren und wurde ein sehr gut ausgebildeter, prominenter Psychoanalytiker in Wien. Für sein Lebenswerk reiste er in zahlreiche Länder und schrieb mehrere einflussreiche Bücher. Wie sein Vorgänger Sigmund Freud war auch er von der Libido fasziniert, der Energie des Sexualtriebs als Bestandteil des Lebenstriebs. Mit 30 Jahren erlebte Reich in Wien einen gewaltsamen Aufstand, bei dem viele unschuldige Menschen starben. Es wurde ein Wendepunkt für ihn, als er Abscheu gegen das ausdrückte, was er die soziale Schädlichkeit von Ansichten und Institutionen nannte. Er stellte fest, dass psychische Erkrankungen mit dem Irrationalismus sozialer und politischer Sitten zusammenhängen und fügte hinzu, dass Liebe, Arbeit und Wissen unser Leben bestimmen sollten, nicht Dogmen. Reich glaubte, dass Neurosen in sexueller und sozioökonomischer Unterdrückung wurzelten. Er beobachtete, dass Gesundheit und Vergnügen die Bewegung der biologischen Energie sind, in Richtung der Peripherie eines Organismus, während Angst das Zurückziehen dieser Energie in Richtung unseres Zentrums ist. Er versuchte, Neurosen zu behandeln, durch Umkehrung des Energieflusses nach außen, auch durch gesunde sexuelle Entlastung. Weil er die Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln förderte und, wenn nötig, Scheidung, wurde ihm die sexuelle Revolution jener Zeit zugeschrieben, der Titel eines Buches, das er 1936 veröffentlichte. Um der Verfolgung durch die Nazis zu entgehen, wanderte Reich 1939 in die USA aus, in der Hoffnung, seinen eigenen amerikanischen Traum zu verwirklichen. Leider erlebte dieser bemerkenswerte Einwanderer einen amerikanischen Albtraum. Obwohl seine Arbeit immer hoch geschätzt worden war, wurde er sadistisch professionell vernichtet, gerade als er versuchte, neue Heilmethoden mit der Welt zu teilen. Was ist passiert? Konnte er wirklich einfach verrückt geworden sein? Oder könnten seine Ideen eine Bedrohung für die bestehende medizinische Industrie darstellen? Unzufrieden mit der Aufregung um ihn und dem, was er als gekünstelten Halt der wissenschaftlichen Theorien bezeichnete, beschloss Reich, sich auf biophysikalische Aspekte psychologischer Probleme zu konzentrieren. Durch seine Forschung fand er heraus, dass Menschen mit ungelösten negativen Emotionen eine größere Steifheit in ihren Muskeln haben, die den natürlichen Energiefluss durch den Körper blockieren.
Er bezeichnete diese Spannung als Muskelpanzer und bemerkte, dass fester Druck mit dem Daumen oder tiefe Massage in einen steifen Muskel starke emotionale Reaktionen hervorrufen, begleitet von körperlichen Schmerzen. Das schien dann die Erinnerung anzuregen, was anfangs Spannung erzeugte. Je mehr der Geist unterdrückt wird, desto mehr steckt der Körper fest. Als Energie freigesetzt wurde, empfand der Patient wieder Leichtigkeit und sogar Vergnügen, zusammen mit einem unwillkürlichen Beckenstoßreflex, den er Orgasmusreflex nannte, der für viele Reaktionen verantwortlich gemacht wurde, die über den eigentlichen Orgasmus hinausgehen. Das zweite, was Reich entdeckte, war die Beobachtung einer sterbenden Pflanze in Wasser unter einem Mikroskop. Als die Lebenskraft verblasste, sah er leuchtende blaue Blasen, die sich von der Pflanze lösten und dann, wie von Zauberhand getrennt, wieder zusammenkommen, um neue Protozoen zu bilden, einen neuen, lebenden Organismus. Er nannte dieses Leuchten Biome und kam zu dem Schluss, dass, wenn Energie nicht verloren geht, sondern beim Tod lediglich umgewandelt wird, muss sie überall existieren. Immer. Er konnte Biome-Energie sehen und messen. Das ist die Lumineszenz in dieser Fotografie, die auf dem Mond aufgenommen wurde. Obwohl es als ein Trick des Lichts abgetan wurde, der Glanz der Lebensenergie ist unverkennbar. Einfach gesagt, Wilhelm Reich entdeckte wieder, was Schamanen in alten Heilmethoden seit Jahrhunderten kennen. Es gibt eine energetische Lebenskraft im Universum, eine ätherische Substanz, das ist die Essenz allen Lebendigem und Nichtlebendigem. In China ist es als Qi bekannt, in Indien als Prana, in Griechenland als Äther, in Polynesien als Mana, die Liste geht weiter. Die Abgrenzung zwischen dieser selbstorganisierenden Kraft und der biologischen Energie, die von den Muskeln seiner Patienten freigesetzt wurde, sah Reich als Lebenskraft, als die Quelle des Lebens und der Fortpflanzung an und nannte sie Orgon. Reich wurde in westlicher Medizin ausgebildet, aber seit Tausenden von Jahren haben Heiler und Schamanen vieler Kulturen diese unsichtbare Energie bereits kultiviert, um Gesundheit wiederherzustellen und Krankheiten zu heilen. Unter diesen alten Methoden sind Akupunktur, Reiki, Qigong, Fußreflexzonenmassage und Chakra-Reinigung. Alle teilen ein einheitliches Prinzip. Unsere Biologie wird von unsichtbaren Energiemeridianen bestimmt und Krankheit tritt auf, wenn Bereiche im Körper stagnieren. Anstatt die Symptome einer Krankheit zu behandeln, so wie die westliche Medizin es tut, konzentrieren sich diese Modalitäten auf die Öffnung des Energieflusses. Reich war in der Lage, die Existenz von Orgon mit einem einfachen Gerät zu erkennen und zu messen, wie in seinem Buch The Cancer Biopathy beschrieben. Dieses Gerät war eine Induktionsspule in einer Reihe von Metallplatten mit einer Glühbirne dazwischen. Wann immer sich ein Orgonfeld dem Meter näherte, würde sich das Licht einschalten. Für alle, die heute so etwas suchen, ein experimentelles Lebensenergiemessgerät ist einem Batterielaser nicht unähnlich und kann die Energie von Menschen, Tieren, Pflanzen und sogar Nahrungsmitteln messen. Als Reich Orgon studierte, stellte er fest, dass es Positive Organ Energy gibt, POE, die organisiert, strukturiert und lebensspendend war, und Deadly Organ Energy, das war antibiologisch, stagnierende Energie, die zu Zerfall und Entropie führen würde. Er sagte, dass die Anhäufung von DOE in Verbindung mit einem Mangel an POE zu Unwohlsein führt. Erkennend, wie negative Energie den Fluss des Lebens durch den Körper unterbricht, erfand Reich eine Erfindung, die den Fluss des Lebensorgons in seinen Patienten lenken sollte. Er nannte es den Orgonakkumulator.
Reichserfindung war darauf ausgelegt, positive Energie um und in einem Menschen zu konzentrieren. Es basierte auf zwei Prinzipien. Organisches Material wie Wolle und Glasfaser ziehen Orgonenergie an und halten sie fest. Und anorganisches Material wie Metall zieht Energie an und stößt sie sofort in alle Richtungen wieder ab. Der Orgonakkumulator war ein kastenartiges Gehäuse, innen mit Metall ausgekleidet und dann abwechselnd mit einem organischen Material ausgekleidet, wiederholt für eine beliebige Anzahl von Schichten. Je mehr Schichten vorhanden sind, desto höher ist die Energiekonzentration in der Box. Energie wurde durch die organischen Schichten durch die Metallschichten nach innen gerichtet. Jede Energie, die von den Metallschichten nach außen reflektiert wird, wurde durch das organische Material reabsorbiert und in die Box umgeleitet. Dadurch sammelt sich das Orgon im Inneren an. Die Patienten würden einfach dort sitzen und Energie zulassen, um ihre Gesundheit wiederherzustellen. Wie Hippokrates betonte, natürliche Kräfte in uns sind die wahren Heiler von Krankheiten. Aus dem gleichen Grund heilt ein Schnitt oder Bluterguss von selbst. Der Orgonakku beschleunigt einfach den Prozess. Natürlich klingt das Sitzen in einer Kiste als Heilmittel ein wenig seltsam. Der Unterschied im vom Gerät erzeugten Energiefeld kann jedoch auf zwei Arten überprüft werden: durch Vergleichen der Temperatur oder die elektroskopische Entladungsrate innerhalb und außerhalb des Kastens. Reich begann mit Pflanzen und stellte fest, dass sie viel schneller wuchsen. Dann stellte er Patienten vor, die für 20 bis 30 Minuten drinnen sitzen würden, während die Energie des umgebenden Orgons durch die Haut und die Lunge aufgenommen wurde. Reich beobachtete unter dem Mikroskop, dass die roten Blutkörperchen anfingen, an ihren Rändern ein blaues Glühen auszusenden. Das Ergebnis war bemerkenswert. Die Patienten berichteten von Wärme, Entspannung und manchmal einem Kribbeln. Die Haut würde rot werden und mit dem Gefühl eines sanften Glühens schwitzen. Reich stellte fest, dass eine Vielzahl von Krankheiten schneller oder sogar vollständig geheilt wurde aufgrund der im Akku verbrachten Zeit. Diese Erkrankungen umfassten Verdauungsprobleme, Verletzungen, Insektenstiche, Verbrennungen, Muskel- oder Gelenkschmerzen, Impotenz und noch schwerwiegendere Erkrankungen, wie zum Beispiel Krebs. Ein weiterer Vorteil, den Reich zur Kenntnis nahm, war die Änderung der Einstellung. Seine Patienten zeigten nach einer Behandlung mehr Freude, Glück und Bestimmtheit. Der Akku schien festgefahrene negative Emotionen aufzulösen und sie durch positive zu ersetzen. Er fand jedoch eine Gefahr: die Verwendung eines Orgonakkumulators in der Nähe von DOR-Quellen wie Kernkraftwerken, Funktürmen oder dergleichen hat das Potenzial, jemandem zu schaden, der darin behandelt wird. Die geografische Lage ist daher ein wichtiger Faktor. Aber in all seinen Jahren der Forschung wurden Hunderte von Menschen mit seinem Orgonakkumulator wegen Krankheiten behandelt. Die allgemeine Verbesserung ihres emotionalen Wohlbefindens und der Körperfunktionen war erstaunlich konsistent. Leider war Reichs Erfolg nur von kurzer Dauer. In den 50er Jahren wurde er zuerst von der US-Regierung als Kommunist abgestempelt, obwohl schließlich im Jahr 1957 festgestellt wurde, dass er sich keiner subversiven Tätigkeit schuldig gemacht hatte. Doch kurz bevor er mit seiner Forschung und seinem neuen Produkt an die Öffentlichkeit gehen wollte, schaltete sich die FDA, die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel, plötzlich ein, konfiszierte sein gesamtes Produkt und verurteilte ihn wegen Betrugs. Wilhelm Reich wurde ins Gefängnis geworfen und die FDA beschlagnahmte nicht nur seine Ausrüstung, man hat sie komplett zerstört. Nur wenige Tage bevor er aus dem Gefängnis entlassen wurde, starb Reich an Herzversagen. Aber es gab einen Verdacht, dass sein Tod ein übles Spiel gewesen sein könnte. Man gab öffentlich bekannt, dass Reich ein Betrüger war, aber diejenigen, die ihn kannten, bestritten dies. Es war zum Beispiel bekannt, dass er öffentliche Präsentationen gab, um die Wirksamkeit seiner Technologie zu beweisen
Und er verlangte keine Bezahlung, wenn er Patienten im Akkumulator behandelte. Viele glauben, dass er nicht deshalb verleumdet wurde, weil seine Technologie schlecht war, sondern weil sie unglaublich effektiv war und Türen zur Gesundheit öffnete, die die bestehende medizinische Industrie bedrohten. Lassen Sie uns einen Zeitsprung ins Jahr 1986 machen. Wissenschaftler an der Universität Marburg in Deutschland führten eine Blindstudie durch, um die Glaubwürdigkeit des Orgonakkus zu testen. Und sie kamen zum Schluss, die Orgone-Energiespeichervorrichtung, die von Reich erfunden wurde, kann erhebliche Wirkungen auf den menschlichen Organismus haben. Reich hatte Anweisungen hinterlassen, dass seine unveröffentlichten Papiere 50 Jahre nach seinem Tod aufbewahrt und versiegelt werden. Im Jahr 2007 wurden sie entsiegelt und im Jahr 2015 veröffentlichte Harvard University Press, dass der gängige Narrativ über Reich als Pseudowissenschaftler falsch ist. Dass seine wahre Geschichte viel komplexer und interessanter ist. Reichs Lebensenergiebegriff entwickelte sich, als der russische Wissenschaftler Nikolai Kozirev bewies, dass unsichtbare Energien überall um uns herum sind. Und seine Arbeit führte zur Torsionsfeldwissenschaft in der Quantenphysik. Seit damals setzten Tausende von Doktoranden über mehrere Generationen hinweg die Pionierarbeit von Kozirev und Reich fort und zwingen langsam den Mainstream der westlichen Wissenschaft, das Konzept eines universellen, unsichtbaren Energiemediums endlich offiziell anzuerkennen. Sie nennen es dunkle Materie, Vakuumfluss oder Nullpunktenergie, je nachdem, wen Sie fragen. Sie alle beschreiben im Wesentlichen, was Reich Orgon nannte. In den letzten Jahren wurde das Schichtungskonzept für Orgon in kleinen Harzobjekten neu erfunden, die beide Materialien, organische und anorganische, enthalten sollten. Es wurde auch festgestellt, dass, wenn Sie einen Kristall in das Harz dieser Geräte hinzufügen, die Stabilität des Quarzes die negative Ladung in eine positive umwandelt. Auch schrumpft das Harz während des Aushärtungsprozesses, den Quarzkristall im Inneren dauerhaft zusammengepresst, was einen piezoelektrischen Effekt erzeugt und despolarisiert den Quarz elektrisch, wodurch das Orgonit noch effektiver wird. Es wird ein selbstgesteuertes, kontinuierlich arbeitendes, hocheffizientes System zur Umwandlung von negativer in positive Energie. Man sagt, dass, wenn Orgonit in Reichweite einer Quelle negativer Energie ist, sei sie emotional, physisch oder chemisch, dass es diese effizient und kontinuierlich in positive Energie transformiert und dass die schädliche Energie wehrlos gegen die Wirkung ist. Jetzt nutzen dies immer mehr Menschen zur Bekämpfung der elektromagnetischen Frequenzen, die rund um die Uhr von Mobilfunkmasten, Mobiltelefonen, WLAN und intelligenten Netzwerken, um nur einige zu nennen, auf uns einwirken. Der exponentielle Anstieg elektrischer und magnetischer Felder überflutet unsere Landschaft wie ein elektromagnetischer Smog. Diese Änderung der biologischen Frequenz der Erde in den letzten 20 Jahren beeinflusst uns alle auf zellularer Ebene. Möglicherweise sind wir uns des zusätzlichen Stresses nicht bewusst, bis wir weit davon entfernt sind und nur noch von Mutter Erde und Orgon umgeben sind. Es gibt sogar eine internetgeführte Bewegung namens The Orgonite Gifting Movement, wo Menschen ihre Orgoniten in der Nähe von Handymasten vergraben, um schädliche Auswirkungen zu mildern. Orgoniten werden am häufigsten für die Auswirkungen elektronischer Verschmutzung verwendet. Stress, Depressionen, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und Gehirnnebel. Wie der Akku sollen sie negative Energie in positive Energie umwandeln, die Atmosphäre reinigen, Wasser entgiften, Pflanzen besser wachsen lassen, Schädlinge abwehren, Raubtiere entwaffnen und zu einem angenehmen Auftreten und einer ausgeglichenen, glücklicheren Stimmung anregen, Schlaflosigkeit und Albträume heilen und, das Beste von allen,
ihre angeborenen psychischen Sinne wecken. Wir können Ihnen nicht sicher sagen, ob Orgontherapie oder Orgonite wirksam sind, weil die Energiemedizin nicht eindeutig messbar ist. Die meisten Ärzte bezeichnen es als Unsinn. Aber es ist klar, solange sie von negativen Energiequellen entfernt sind, schadet es bestimmt nicht, sie auszuprobieren. Skeptiker können sagen, dass diese Geschichten nur das Ergebnis eines Placebo-Effektes sind. Andere mögen Orgon als den Faden der Verbindung mit dem Göttlichen sehen. Es ist merkwürdig, dass eine Heiltechnologie so böswillig diskreditiert wird, die im besten Fall wunderwirkend ist und im schlimmsten Fall völlig harmlos. Vielleicht war Wilhelm Reich verrückt. Oder vielleicht war dieser hochgebildete Arzt einfach eine Bedrohung für die von ihm verachteten Institutionen der westlichen Medizin. Am Ende sagte er Folgendes: Was immer ihr mir angetan habt oder in Zukunft antun werdet, ob ihr mich als Genie verherrlicht oder in eine psychiatrische Anstalt steckt, ob ihr mich als euren Retter anbetet oder als Spion hängt, früher oder später wird euch die Notwendigkeit zwingen zu begreifen, dass ich die Gesetze des Lebens entdeckt habe. Ich habe euch das unendlich weite Feld des Lebendigen offenbart. Ich habe euch das unendlich weite Feld des Lebendigen in euch, eurer kosmischen Natur, offenbart. Das ist meine große Entlohnung. Danke fürs Zuschauen. Bitte klicken Sie auf Gefällt mir, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Abonnieren Sie auch gern den Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um zukünftig nichts zu verpassen.